herzlich willkommen, ihr Lieben, zu unserer neuen Show Bauch gegen Birne, dem Bad Heroes Sports Battle. Wir haben hier einiges für euch. Es geht natürlich um Risikobereitschaft, um das richtige Gespür und natürlich um den FCBB. Wir werden hier ein paar coole Themen mit euch besprechen. Und damit ihr aber gleich richtig reinkommt, schauen wir erstmal drauf, wer Bad Heroes, unser neuer Wettpartner, eigentlich ist. Werde jetzt zum Bad Hero. Besuche badheroes.com, trete einen Battle bei und platziere kostenlose Wetten auf deine Lieblingssportevents. Setze auf die richtigen Spiele, kämpfe dich an die Spitze, gewinne das Battle, denn als Gewinner gehört dir der Respekt der Community und du gewinnst attraktive Preise. Mach jetzt kostenlos mit auf badheroes.com. Ja, da kriegt man natürlich direkt Bock, sich anzumelden und ich hoffe, das macht ihr auch. Weil das hier ja aber eine FCBB-Sendung ist, haben wir uns auch drei richtig coole Preise für euch überlegt, die ihr absahen könnt. Platz Nummer 1 sind 2 VIP-Tickets für das erste Game hier wieder im Audidome. Platz Nummer 2 kriegt ein unterschriebenes Jersey von unseren Jungs und Platz Nummer 3, das ist ein unterschriebener Ball von den Jungs. Lohnt sich also auf jeden Fall und wir haben ja gerade schon gesagt, Bauch gegen Birne heißt das Ding hier. Wir haben die Birne, einen Experten, der verschiedene Battles, verschiedene Wetten für euch ganz analytisch angeht. Und wir haben natürlich jemanden, der aus dem Bauch heraus entscheiden soll. Und das ist unser erster Gast hier. Hallo, lieber Bauch. Unser Steffen Hamann. Steffen, wie geht's dir? Ich bin bereit für das Battle. Ja, also ich weiß ja, Jens ist da sehr, sehr akribisch mit seiner Arbeit, aber ich glaube, mein Bauch gewinnt trotzdem. Ja, bist du eher so der Zocker oder gehst du eher auf Sicherheit? Nee, ich bin ein Zocker. Schon immer gewesen, ja. Perfekt. Ja, wir wollen natürlich auch ein bisschen über Basketball heute reden und wenn wir nochmal zurückblicken in deine Karriere, bevor wir jetzt hier in die Battles einsteigen, du warst ja immer ein sehr solider Defender, ne? Bei uns, bei den Jungs, ist das jetzt eher so Nick Weiler-Bepp. Wie schätzt du Nick ein und seine Defensive Skills? Ja, ich liebe Nick zuzuschauen, weil er erinnert mich schon ein bisschen an meine Spielweise. Er ist vielleicht noch einen Tick besser in der Offense, als ich es gewesen bin. Aber Nick ist absoluter wichtiger Faktor im Bayern-Spiel. Ist nicht immer auf den Statistiken zu erkennen, so, was er alles tut für die Mannschaft, aber wie er verteidigt und er kann auch jeden verteidigen. Es ist auch echt sensationell, ihm zuzuschauen. Ja, und das Ganze hat für uns natürlich unsere Birne Jens Leutenecker und unser Basketball-Experte auch nochmal analysiert. Und jetzt werden wir mal einen Blick auf seine erste Analyse werfen. Nick Weiler-Bepp in der Analyse. Nick ist unser bester Post-Up-Verteidiger gegen den großen Mann. Hier gegen Devin Booker, den Ex-Bayern-Spieler. Der kommt nur zu einem schwierigen Wurf, obwohl er körperliche Vorteile hat. Die nächste Szene ist sehr interessant. Zuerst stoppt Nick Shane Larkin, den besten One-on-One-Spieler der Euroleague, wechselt dann auf den ersten und später auf den zweiten Center-Spieler, zwingt diesen zum Pass raus und hilft dann entscheidend aus, damit Vasilij Micic einen Schrittfehler macht, Ballbesitz München. Und wie das Ganze im Teamverbund aussieht, kann man hier beobachten. Nick verteidigt wieder, jetzt kommt Jaramaz und Hunter und Thomas hilft aus und dann geht's ab mit dem Ballverlust für den Fastbreak. Nick Weiler-Bepp, der beste Switch-Verteidiger der Euroleague. Der beste Switch-Verteidiger der Euroleague, da seid ihr euch schon mal einig, dass er auf jeden Fall was drauf hat. Jetzt wollen wir aber sehen, wie einig ihr euch eigentlich seid, wenn es hier um die Battles geht. Jens hat sich 2 besondere Wetten für uns ausgesucht und ich würde sagen, wir starten mal direkt rein, Steffen. Die erste Wette lautet, oder die erste Frage lautet, setzen sich die Green Bay Packers in der NFL gegen die San Francisco 49ers durch? Fangen wir erstmal an vielleicht mit, wie NFL-affin bist du eigentlich? Ja, ab und zu am Sonntagabend läuft schon die NFL zu Hause. Ich bin jetzt nicht so in der Materie drin, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Green Bay Packers sich durchsetzen werden. Ich glaube, die werden auch den Titel gewinnen. Aaron Rodgers spielt da und er ist ein Cali-Boy und ich glaube, der Super Bowl ist auch dieses Jahr in L.A. Insofern ist da nochmal eine extra Motivation. Und die 49ers sind ein bisschen glücklich gegen Dallas weitergekommen. Insofern gehe ich mit Green Bay Packers. Also, Steffen geht mit den Green Bay Packers, Aaron Rodgers gegen Jimmy Garoppolo. Wir wollen jetzt nochmal reinschauen, was unser Experte Jens aber dazu sagt. Mit der ersten Wette gehe ich auf Green Bay. Warum? Sie sind unfassbar heimstark. Im Schnitt
gewinnen sie die Spiele, Heimspiele mit 14 Punkten. In den letzten 3 Jahren sind sie bei 19:8 Handicap-Siegen, was wirklich zeigt, wie stark sie zu Hause sind. Der zweite Punkt ist, sie haben Rest-Advantage. San Francisco musste von Dallas wieder zurück nach San Francisco und nach Green Bay. Und Green Bay hatte 13 Tage Rest und auch nur ein halbes Spiel. Sie sind ausgeruhter, haben vielleicht neue Spielideen. Und da kommen wir genau zu Aaron Rodgers, den ich für den besseren Quarterback halte. 37 Touchdowns bei nur 4 Interceptions. Ich glaube, dass Rodgers dieses Spiel für Green Bay gewinnen wird. Und ich glaube, dass Green Bay, wenn wir es hier anschauen, mit 6 Punkten das Spiel gewinnt. Okay, 6 oder mehr, sagt Jens, lieber Steffen. Da seid ihr natürlich auf derselben Fährte unterwegs. 6 ist natürlich ein bisschen präziser, aber kannst du da auch noch mal einen nachlegen? Ja, 6 oder mehr, ich glaube, so ein Touchdown ist ja meistens so 6, 7 Punkte. Ne? So genau kenne ich mich jetzt auch nicht aus, aber insofern hat er sich da ein bisschen nicht so weit aus dem Fenster gelehnt. Okay, nehmen wir so. Soweit zur NFL. Wir haben ja aber noch eine zweite Wette, ein zweites Battle. Wie sieht es bei dir denn mit internationalem Fußball aus? Fußball liegt dir natürlich hier ein bisschen näher wahrscheinlich. Ja, doch, Fußball schon. Ich meine, mit Corona ist alles ein bisschen verzerrter auch und ohne Fans schaut man es dann doch nicht so gerne an im Fernsehen. Aber ich bin da schon auch im Bild, ja. Stichwort Premier League, da wollen wir jetzt einen Blick drauf werfen. Wir wollen uns das Duell Chelsea vs. Tottenham anschauen. Wie ist da deine Einschätzung? Ja, ein Top-Spiel natürlich. Chelsea aktuell in der Tabelle vor Tottenham. Ich glaube, die haben 4 Spiele mehr gespielt als Tottenham. Für Tottenham ganz wichtiges Spiel, um an der Spitze oben dran zu bleiben. Insofern gehe ich mit Tottenham. Ich hoffe, dass Jens sich für Chelsea entscheidet, weil ich glaube, Tottenham wird das Spiel gewinnen. Also, Steffen lockt Tottenham ein, natürlich nicht. Schauen wir mal, was Jens dazu sagt. Chelsea gegen Tottenham, und wenn Tottenham eine Aktie wäre, dann wären sie definitiv unterbewertet. Warum? Sie haben in dieser Saison 28 Tore erzielen können, gemessen an der Chancenqualität, aber hatten nur 23. Und in den letzten Jahren waren sie immer 11 Tore besser. 22 Tore haben sie mehr erzielt in den letzten 2 Jahren, als dass sie Chancenqualität hatten. Und das liegt nicht zuletzt an Harry Kane. Ich glaube, in diesem Spiel kommt Harry Kane und kommt die Mannschaft und wird ihr Glück finden. Chelsea hingegen hatte gegen Watford, Brentford und Aston Villa Riesenglück, dass sie diese Spiele gewonnen haben und nicht unentschieden oder verloren haben. Und deshalb glaube ich, dass die Tottenham Hotspurs unterbewertet sind und Chelsea überbewertet. Und mich lacht einfach diese 5er-Quote auf einen Derby-Sieg von Tottenham. London Derby lacht mich an. Deshalb eingeloggt, Außenseiter-Sieg. Let's go Spurs. 5er-Quote. Ja, richtig dicke Quote. Let's go Spurs, sagt Jens. Ja, also ihr seid mehr so die Wettbrüder. Da wird nicht so... Weiß ich nicht. Jens überrascht mich gerade ein bisschen, hat er doch Ahnung. Ne? Sein Computer, sag mal so. Natürlich. Die Birne kann nichts, nur der Bauch. Nee. Aber schauen wir mal, wie die Dinge ausgehen. Wir werden natürlich einen Blick drauf halten, ihr hoffentlich auch. Und wir werden jetzt aber zu guter Letzt einmal noch über den Basketball sprechen, ist ja klar. Wir haben ein ganz wichtiges Spiel hier im Audi Dome nochmal am 28.01. gegen Alba in der Euroleague. Worauf können sich da unsere Jungs und auch die Fans natürlich zu Hause gefasst machen? Ja, es ist immer ein besonderes Spiel, Bayern-Alba, sehr viel Brisanz drin, wenn man so auch Bilder von vergangenen Jahren anschaut, ja, wie viel Emotion da im Spiel ist. Natürlich wäre es schöner, mit Fans zu spielen, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht sprechen. Alba hat was gut zu machen, wir haben in Berlin gewonnen, das Euroleague-Spiel, insofern können wir uns da wieder auf ein heißes Duell freuen. Auf ein heißes Duell auf jeden Fall. Und ich würde jetzt gerne noch mal von dir wissen, auf welche Spieler spezifisch müsste man als Bayern-Spieler und als Bayern-Fan ein Auge haben? Wir haben das Jens auch gefragt und da könntet ihr jetzt noch mal Bauch und Birne euch trennen, wenn ihr ja, wolltet. Ich denke, da liegen wir auch ziemlich ähnlich. Mit Luke Sigma ist, glaube ich, ein Spieler bei Alba in Rhein, der ein sehr hohes Format hat in der Euroleague auch, also auf seiner Position wahrscheinlich einer der besten Spieler, der auch den Mitspieler viel, viel stärker macht. Und Loh, der natürlich auch im Bayern-Trikot gespielt hat. Ich glaube, das sind die 2 Spieler neben dem Kollektiv von Alba. Ja, die sind schon als Mannschaft sehr gut durch die Bank. Aber ich glaube, die beiden Spieler würde ich rausnehmen,
Ich bin gespannt, was Kollege Jens dazu zu sagen hat. Ja, schauen wir direkt mal rein. Und Luft. Der Stepback-Dreier gegen Hunter sitzt mit der Siegerin. Der Stepback-Dreier ist der Signature-Move von Maodo Lohe. Den kann er richtig gut. Und was die Bayern dagegen machen müssen, sehen wir hier bei Augustin Rubit, der ganz nah rangeht und Maodo zu einem Ballverlust zwingt. Ein weiterer Spieler, der extrem gut werfen kann, ist Marcus Eriksson. Er kann die Würfe aus dem direkten Ballfangen erzielen. Und wie wir das verteidigen möchten, sehen wir hier wiederum an Augustin Rubit, der ihn wirklich schon an der Mittellinie dazu zwingt, zum Korb zu ziehen. Und dadurch holen die Bayern sich den Turnover. Und wer natürlich nicht fehlen darf, ist Luke Sigma. Er ist einer der besten Passgeber der Euroleague und der Berliner Dreh- und Angelpunkt in der Offensive. Wie die Bayern verteidigen wollen, sieht man hier bei Nick. Er verteidigt von vorne, zwei Spieler helfen aus und dann geht's wieder ab zum Fastbreak. Loh, Eriksson und Sigma, diese drei Spieler müssen die Bayern kontrollieren. Eriksson hatten wir also noch dabei. Was sagst du dazu? Ich wusste nicht, dass ich drei, vier Spieler nennen darf. Insofern okay. Hat er sich da ein bisschen abgesichert, hat noch einen Spieler dazugenommen. Aber ja klar, Eriksson, einer der besten Dreierwerfer der Liga oder auch in der Euroleague, einer der besten. Insofern hätte ich den schon auch dazugenommen, wenn ich gewusst hätte, dass ich da ein paar mehr aufzählen darf. Sorry, war natürlich dann auch eine unkonkrete Fragestellung von mir. Letzte Frage an dich heute, Steffen. Was glaubst du, wie das ausgeht gegen Alba? Ja, das holen wir uns. Ich glaube, die Mannschaft, die Bayern-Mannschaft hat in den letzten Wochen gezeigt, dass wo es ein bisschen hakt. Aber ich glaube, gerade jetzt gegen Bonn haben wir eine tolle Leistung gezeigt, gegen Tabellenführer gezeigt, wer Herr im Haus ist. Und ich glaube, auch gegen Alba werden wir es zeigen. Vielen Dank, lieber Steffen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und für euch zu Hause gilt jetzt natürlich ran an die Battles. Holt euch unsere Preise. Mit ein bisschen Glück gehört einer der drei FCBB-Preise euch. Wir freuen uns, wenn ihr euch anmeldet und mitmacht. Also behaltet unsere Social-Media-Kanäle im Auge. Wir posten hier den Link auch nochmal natürlich unten rein. Und dann sehen wir uns zur nächsten Sendung wieder. Wir freuen uns auf euch und auf Bauch gegen Birne, dem Bet Hero Sports Battle. Bis dann.